Zum Wacken Open Air Festival werden von heute an wieder zehntausende Heavy Metal Fans in dem schleswig-holsteinischen Dorf erwartet. Bis Samstag treten dort mehr als 120 Bands auf. Nach den Terroranschlägen in den vergangenen Wochen hat der Veranstalter die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. So herrscht erstmals auch ein Taschenverbot auf dem Festivalgelände. Sie warten auf das Highlight des Festivals in diesem Jahr. Auf den Auftritt von Iron Maiden gleich um 21 Uhr. 75.000 Metal-Fans aus der ganzen Welt sind hierher gekommen, ins 1.800 Einwohnerdorf Wacken, um zu feiern. Und heute Nachmittag durften sie endlich rauf, aufs Infield, dahin, wo die Bühnen sind. Damit ging das Festival offiziell los. Die ersten Besucher sind schon vor Tagen angereist. Das Wetter wie gewohnt. Aber anders als in den Vorjahren die Sicherheitsvorkehrungen als Reaktion auf die Terroranschläge der vergangenen Wochen. Du machst dir sehr viele Gedanken, was hier auch in Europa und gerade jetzt aktuell hier in Deutschland passiert ist. Das hat na klar die letzten Wochen sehr viel Kraft und Energie gefordert, aber du willst na klar so weitgehend sicher machen. Es gibt aber nichts Sicheres auf der Welt, das ist das Problem. Die Besucher müssen ihre Taschen und Rucksäcke dieses Mal draußen lassen. Dafür hat der Veranstalter 3.500 Schließfächer aufgestellt. Und es sind mehr Sicherheitskräfte und Polizisten im Einsatz. Sie wollen mehr Präsenz zeigen als sonst. Die Fans scheint das alles nicht zu stören. Sie sind gekommen, um zu feiern beim größten Heavy-Metal-Festival der Welt.